Einen recht schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie herzlich zum Filmabend im Filmmuseum Frankfurt. Der Film, den ich mir erlaubt habe, für Sie heute Abend auszusuchen, es ist relativ schwieriger Tobak. Es handelt sich um Ein Herz im Winter von Claude Sauté. Claude Sauté ist ein großer Untersucher im französischen Film des Schicksals, der Lebensläufe, der Annäherungen und Entfernungen und der Brüche. Ein Herz im Winter dagegen ist eine verdeckte Ermittlung nach einer Liebesgeschichte, die in Wirklichkeit nicht passiert. Im Zentrum stehen zwei Freunde, zwei Geigenbauer und eine Violinistin, die eigentlich nur ihre Geige reparieren lassen möchte. Und dann entspinnt sich ein Dreiecksverhältnis, was gar keins ist. Die Möglichkeit der Liebe, die Möglichkeit des Verhältnisses, die Möglichkeit, dass es wirklich ein Dreieck geben könnte, das auseinanderfällt, die wird durchgespielt. Es wird durchgespielt etwas, was in dem Film gar nicht passiert. Und eigentlich ist die Möglichkeit das Erschreckendste. Sauté hat in dem Film ein paar wunderbare Schauspieler zusammengefasst. An erster Stelle bin ich vollkommen umgehauen von der Performance von Emmanuel Béart in diesem Film. Und dann kommt aber auch gleich ihr späterer Ehemann Daniel Auteuil, der durch diesen Film läuft wie ein verschlossener Safe. Welche Gefühle wirklich dahinter stecken, weiß man dann nach anderthalb Stunden. Und das werden Sie jetzt leider herausfinden müssen. Ich wünsche Ihnen gute Unterhaltung bei Ein Herz im Winter.